Die Top 8 bei einer Weltmeisterschaft beim Saisonhöhepunkt. Harte Lust jetzt. Wenn Katie Ulander. 2004. Emma Jürgens zurzeit. Also wenn man tatsächlich die aktuelle Form nehmen würde, dann Damen am zweiten Lauf kommen werden. Denn mit so... Gratulation. Ja, Gratulation. Das war nicht ganz unsere, aber... Traljerin. Gregor Steli holte sich... Schwierigen Teil hier auf der... Hatte er ja auch schon. Als wenn sie da keinen richtigen Plan hatte. Und Julia sieht heiß aus und manchmal kann es auch ein bisschen wehtun. Sich konzentrieren auf ihr Michelle Steele gesetzt hat, der sie erst einmal der Michelle Rodman so klasse unterwegs im bei den Amerikanern. Das ist die Führung. Diana Sator. Grüne Helm, grünes bei der nächsten. Dort hinten sehen wir manchmal vorbei. Jürgens vier. Der vierte Europameisterin. Und mit der Maserati hat er wahrscheinlich viel Schwung, man findet ihn schwer. Und da kann ich mir heute Courtney. Für Calgary im Auslauf umgefahren. Nähe fahren. Dann hat sie noch ihre Schien beschafft. Also auch Tristan Gale wird geschlagen. Geh mal reden, ob der Katie Ulander grün, die wir sehen. Jetzt also um die Lauf, da war ihre Zeit. Tja, und auch aus amerikanisch. Die Temper. Weißt du, bis jetzt hat es meistens geklappt. Ja, kann sicherlich sagen, wenn Colton nachher so schnell sein wie die Besten in Bahnrekorden. Zunächst ab. Deutsche, der für Holland stand. Also das so für ein Video. Bin von wo unten runter. Aus Wales. Dankeschön also an den Freistaat und insgesamt mit drei. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. So, Diana Sator vor. Eine saubere Ford Fiegels. Start, dann. Dann hat es auch noch geredet. Die Dichte wird immer größer und man muss mit jedem Ergebnis unter den Rot-Weiß-Rot ist Vertrag treten. Earth führt also Zeit in diesem Lauf. Der war nicht so schlecht. Der war richtig. Sie ist doch mit einem schönen Olympia starten zu dürfen. 88. Unser Bild. Amy. Diana Sator noch. Der Helm eng reinkommt. Britain's getting through to the final. Peak Space nicht an die vielen war aber nicht nominiert, also konnte nicht mehr nachgemeldet